Hi, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft mit unserem Hexmeister Barashem, hier aus Maldraxxus. Seht dem Tod ins Auge, die Rache ist fast unser. Der Erfolg seines Verrats hat Morbitan selbstgefällig gemacht. Soll er ihn nur genießen, denn hier endet es für ihn. Wir werden ihn mit diesem Ritual anlocken. Und dann werden wir meinen Markgraf rächen. Kämpft an meiner Seite, Barashem. Gemeinsam werden wir an diesem Verräter ein Exempel statuieren. Die Falle ist gelegt. So. Wir locken ihn, den Lich. Die Falle ist gelegt. Morbitans Ende ist nah. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir erwarten eure Ankunft. Endlich! Die Macht, die uns der neue Baron versprach, wird! Was? Ihr habt das Ritual verhunzt! Mephiles, ihr inkompetenter Narr! Ihr seid mir ein wahrer Narr, Morbitan. Und euren Tod verantwortet ihr selbst. Spionen, verflucht seid ihr und euer Haus! Ja, dann legen wir den mal, ne? Der Schmeiß. Ihr werdet scheitern, wie eure Markgräfin. Machen wir alles rauf, was wir haben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Siegel eingesammelt schon. Vom Primus gefertigt. Mhm. Ich bin bereit. Verfluchter Lich, möge seine Seele niemals wiedergeboren werden. Das ändert Morbitan ist nicht mehr und es war ein schmerzhaftes Ende. Eure Standhaftigkeit trug einiges zu meinem Erfolg bei. Fürs Erste habt ihr euch meine Treue verdient. Wollt ihr dieses Reich wirklich beherrschen, so liegt noch viel vor euch. Sammeln wir uns beim Sitz neu. Ihr seid endlich. Ihr habt also den Schlüssel zum Sitz des Primus. Ja. Dann treffen wir uns dort. Wir treffen uns dort, vorher gehen wir da die Quest gemeinsam noch ab. Vernichten wir die Verräter. Ist eine Nebenquest, wie gesagt. Draxus beschmutzen. Ist eine Nebenquest, wo wir in der letzten Folge, glaube ich, oder vor zwei Folgen da die Kiste eingesammelt haben. Das gehen wir einfach nur kurz ab. Wir nehmen auch dann dort keine neue Quest an. Oder keine Folgequest, sollten wir eine bekommen. Wobei, ist das vielleicht die Seuchensturz-Quest? Wäre möglich, ne? Wir müssen übrigens auch noch die Quest abgeben von der nekrotischen Schneise, ne? So, das gehen wir hier einfach nur kurz ab. Die Luft war einst voller Anima. Ihr habt meine Fellflasche schon vermisst. Wo habt ihr sie gefunden, Barashem? Habt ihr davon getrunken, bevor ihr zurückgekehrt seid? Ja, ist ja auch egal. Vertraut auf den Fluss. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier die beiden Quests ab. Dann geht's weiter hier zum Baron der Auserwählten. Zum Vyras. Somit müssten wir jetzt eigentlich gleich wieder auf einen Schlag zwei Kapitel hier abgeschlossen haben, wenn ich mich nicht täusche. Es tut gut, wieder an eurer Seite zu kämpfen. Ja, wir resonieren mal, ne? Spart euch eure Möglichkeiten. Drei Siegeln. Hammer. Tromka. Es ist gut, Verbündete zu haben, selbst wenn sie so dickköpfig sind. Herrin der Spione, abgeschlossen. Wo sind die Schuhe, was wir gekriegt haben? Hier.
bisschen besser. Passt. Für die Ehre des Klingenschwurs. Ich sehe, ihr habt so eine Art neue Verbündeten. Und es wurde eine neue Rune ermächtigt. Selbst hier. Und das Haus der Seuchen haben wir somit auch abgeschlossen. Sehr gut. Dann müssen wir weiter zu Vyras. Andere Quest haben wir momentan eh nicht. Wenn wir so im Schnitt ein Kapitel pro Folge abschließen, dann wird sich das wahrscheinlich noch ausgehen, dass wir im August mal Draxus hinter uns lassen. Fürs Erste. Die Kampagne führt uns ja dann im Endeffekt eh wieder überall nochmal hin. So, erstmal den Flugmeister hier gleich holen. Albrecht, soll das verheerende Verluste mit sich bringen? Ich erwarte viel von euch, Sterblicher. Helft unseren Frontalangriff auf die Streitkräfte der Konstrukte auszuführen. Markgraf Krexos hält viel von euch, Sterblicher. Zeigt diesen Soldaten, wie ein wahrer Champion der Arena seine Gegner bezwingt und den Siegerring. Stellt euch diesen verräterischen Konstrukten, lasst keines am Leben. Wenn es um Kriegsführung geht, ist ein starker Wille genauso ausschlaggebend wie Waffenstärke. Ein demoralisierter Soldat ist ein besiegter Soldat. Wir sind genug an der Zahl, um die Konstrukte mit einem ausgewachsenen Angriff zu überwältigen. Aber nur dann, wenn unsere Streitkräfte voll hinter dem Ansturm stehen. Einige werden fallen, aber ihr Opfer wird uns den Sieg sichern. Nehmt dieses Kriegshorn und versammelt unsere Truppen. Erinnert sie an ihre Pflicht gegenüber den Auserwählten. Zurück auf euren Posten! Mavix. Etwas zu berichten? General Alver, der Kommandant der Konstrukte, ist ein meisterlicher Taktiker. Ein Frontalangriff gegen ihn ist aussichtslos. Es wird ein Blutbad. Seine Streitkräfte haben uns umzingelt und die höheren Lagen gesichert. Aus dieser Position kann er ungehindert Tod und Zerstörung auf uns niederprasseln lassen. Wir nehmen ihm den Felskamm, bevor das passieren kann. Wir folgen dem Willen des Primus. Mavix! Stiftet Chaos unter diesen Feiglingen. Jetzt stiften wir mal Chaos, ne? Wir machen sie nieder. Dann werden wir mal Chaos stiften hier, ihr Lieben. Was ist denn das nächste Gebiet ist dann der Adenwald, soweit ich mich erinnere. Der ist auch irrsinnig schön, ne? Und dann geht's nach Reventreff, was ich irrsinnig cool designt finde, aber mir persönlich nicht so gut gefällt. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier in das Horn reinpuste? Ja, es geht ein bisschen schleppen voran hier, vor allem weil der Elite auch dabei ist. Mein letzter Kampf. Wir machen sie nieder. Das machen wir. Sekutor. Okay, wir brauchen aber gar keine Elite-Quest, Gegner hier. Es reichen die normalen, ne? So, und den müssen wir hornen. Den müssen wir hornen, das tun wir auch. Gut, die haben wir gleich fertig, die Bösen da dezimieren. Um Tode. Schicksal ist nicht
schwer. Ruhmreicher Schlacht. Ich bin geboren. Was ist er geboren? Hat er gerade gesagt, er ist geboren? Eine Quest haben wir mal abgeschlossen. Das sollte ihren gestohlenen Herzen Angst einjagen. Sehr schön. Niemals. So, wir holen uns gleich den nächsten nach hinten auch. Ich beanspruche eure Teile. Er beansprucht unsere Teile. Okay. Jetzt machen wir die da wieder mal weg. Na? Schaffen wir es endlich, dass wir hier ein Ziel ins Visier nehmen. Schicksal ist nicht fair. Das Schicksal ist leider selten fair. Das ist halt mal so, ne? So, was müssen wir hier tun? Eine Bombe nehmen. Und sprengen. Nein. Was müssen wir hier tun? Sprengladung platzieren. Ich platziere die Sprengladung. Haltet sie von mir fern. Für ewigen okay. Fehlen uns noch drei Kollegen, ne, die was mal motivieren müssen. Ach, was willst denn du da? Wir machen sie nieder. Na, hier ist auch noch eine Sprengladung zum Platzieren. Wahrscheinlich dann da hinten auch nochmal. Da kommen sie. Seht mal Draxus Zorn. Welcher Begleiter als Hexenmeister ist eigentlich euer Lieblingsbegleiter? Habe ich euch das schon mal gefragt? Und was geht ihr so durch da? Er ist geboren. Schaut, da oben haben wir einen zum Motivieren. Das machen wir gleich. Fehlen uns dann Nummer zwei. Zeit für ein Blutbad. Gebt mir Deckung. Gebt dir Deckung. Los jetzt! Wir haben den Kamm! Wir treffen uns unten auf dem Feld! Jetzt hat mich gerade das Ohr ein bisschen gejuckt. So, wo haben wir denn welche? Da ist einer. Und da ist der letzte dann, ne? Du weit da. Meine Klingen stehen euch zu Diensten. Unsere Truppen sind wieder für den Kampf bereit.
Mit dem eingenommenen Felskamm können wir sicher vorstoßen. Barashem, gut gemacht. Wir sind unter minimalen Verlusten weiter vorgerückt. Von dieser vorgelagerten Stellung aus können wir den feindlichen Kommandanten direkt angreifen. Die Truppen, die ihr zusammengetrommelt habt, werden am Angriff teilnehmen. Zusammen werden wir die Schlacht entscheiden. Findet General Alver und lasst das Horn erklingen. Lasst eure Verbündeten nie. Wir greifen an, wenn ihr ins Horn stoßt. Für die Auserwählten! Sterblicher! Ihr werdet eine gute Trainingsattrappe abgeben. Hallo, kommt da wer? Ah, jetzt. Nieder mit dem General! Mal unsere blaue Tüte ein bisschen heilen hier. Der fällt momentan wieder ein bisschen mehr um, ne? Die Mülltüte. Bisschen heilen hier. Melde, General, besiegt. Wie lauten meine Befehle? Bleibt standhaft. Eure Führung ist inspirierend. Diese Truppen würden euch überall hin folgen. Zeigt keine Schwäche, kämpft mit keine Gnade. Was haben wir jetzt bekommen? Das ist unsere Chance, einen Schlag gegen das Haus der Konstrukte zu führen. Und was damit? Ein direkter Angriff wird Gamal kalt erwischen. Und seine Armee mit einem Schlag vernichten. Aber wir brauchen Verstärkung. Mhm. Ha! Dieser Fremdling ist 100 Soldaten wert. Geht und holt uns den Sieg! Mavix wird den Angriff anführen, aber ihr werdet ihn zu Ende bringen. Es gibt keine Verstärkung, keine Kavallerie. Nur euch und eure Runenklinge. Zeigt mir eure Macht, belagert das Haus der Konstrukte und bringt es zum Einsturz. Ihr habt eure Befehle. Ihr habt den Baron gehört. Los, go, go, go. Maltraxos. Hannibal. Gewalt nutzt uns hier nichts. Es sind zu viele. Zeit für eine neue Strategie. Stellt euch tot. Leichen sammeln sie immer ein für neue Teile. Geht vor. Ich sorge für Ablenkung. Kommt her, Verräter! Das Haus der Konstrukte wird fallen! Ergreift diesen Narren! Mavix wird seinen Verrat büßen. Der Rest von euch durchkämmt die Felder. Füllt die Leichendepots. Okay. Dann machen wir es anscheinend von innen heraus, ne? Also müssen wir da jetzt hier die Leichen über uns wegstoßen. Wie geschmackig. Halt!
Noch bin ich keine Leiche. Servus, Talles. Die anderen. Könnt ihr mir helfen, sie zu finden? Na, muss ich wohl, ne? Ich höre. Eure Stimme, ihr seid kein Maldraxi. Die meisten wurden bei ihrer Ankunft abgeschlachtet und ihre Glieder entledigt. Das waren diejenigen, die Glück hatten. Der leitende Chirurg entschied, dass das Einzige, was sich bei mir der Entnahme lohnte, meine Augen waren. Danach wurde ich entsorgt und man ließ mich verrotten. Ach, und schütze mich, die Schreie. Ich denke, in der Nähe werden noch weitere Überlebenden gefangen gehalten. Könnt ihr mir dabei helfen, sie zu befreien? Auf, dass wir diese Tragödie müssen überleben. Die Überlebenden befreien. Ach, an das erinnere ich mich gerade jetzt wieder. Da kommt gerade die Erinnerung zurück. Wenigstens begleitet. Wie heißt er? Sehe ich gerade nicht. Talles. Ist das unser Talesmann? Okay, der war nicht lustig. Ich weiß, ich bin nicht witzig. Müsste mir nicht immer gleich so reinwürgen. Hippokos, was haben sie euch angetan? Könnt ihr sprechen? So, weiter geht's. Könnt ihr die Spitze erreichen? Was? Welche Spitze? Gehört, wir gewinnen immer. Sorry, ich habe vergessen, die Cam wieder einzuschalten. Habt ihr gehört, wie er gewimmert hat? Bin ich offensichtlich nicht gut. Habe ich offensichtlich nicht gut genug auf die Taste gedrückt oder ich habe einfach drauf vergessen. Einmal hier. Den haben wir da? Könnt ihr? Der Archon sei Dank. Dafür werden diese Monster bezahlen. Ein maldraxischer Soldat? Das ist der Feind. Der nicht. Wir müssen durchhalten. Nur 4 Überlebende. Ich weiß, ich sollte dankbar sein, dass es überhaupt welche gab. Aber was für Monster würden so etwas tun? Und das auch noch bei ihrem eigenen Volk. Sie haben Kyrianer eingesammelt und unsere Leichname für irgendein düsteres Vorhaben. Was auch immer sie planen, wir müssen es aufhalten. Ich habe gehört, wie sie über 3 Personen gesprochen haben, die wohl das Sagen haben. Wir müssen sie finden und ausschalten. Solche Verantwortlichen müssen für diese Schrecken büßen. Ja. Sollen sie... Werden sie... Gehe ich mal davon aus, ne? So, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, ne? Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und schönen Tag noch, euer Marito.